Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wir entwickeln einen Fahrradrahmen. Ich bin der Giacomo von 77 Designs und wollte euch heute mal zeigen, erstmal, wie wir den Rahmen montieren. Und während des ganzen Prozesses erkläre ich euch nochmal die ganzen kleinen Detailverbesserungen und gebe euch nochmal so einen Gesamteindruck über das Projekt. So, die Hauptveränderung, die wir gemacht haben, ist ja dieser große Bereich. Der war bei unseren ersten Prototypen ja noch sehr unaufgeräumt, aus mehreren Schweißteilen zusammengesetzt und das hat zu Verzug geführt. Und jeder weiß ja, dass Verzug zu ja, schlechten Lagerlebenszeiten führt und auch zu schlechterem Ansprechverhalten und so weiter. Und dieses Teil habe ich hier nochmal als Rohteil. Das sind eben zwei Aluminiumhälften, die wir zusammensetzen. Die werden dann einmal umlaufend verschweißt. Und dann eben, dann kommt eben ganz normal Sitzrohr, Tretlager und Unterrohr da dran und daraus wird dann die komplette Baugruppe. Dann werde ich jetzt im nächsten Schritt den Hauptrahmen vorbereiten, die Lager einsetzen. Der erste Schritt sind diese kleinen Ringe. Die setzen wir jetzt hier ein. Nehme ich den hier mit auf und setze den jetzt hier rein. So, ne? Genau, nochmal. So, diese Sicherungsringe, die haben den Vorteil, dass man den Rahmen nach dem Schweißen einfach durchreiben kann und dadurch einen perfekten Lagersitz erzeugen kann, der eben entsprechend fluchtet und die Toleranzen einhält. Als nächstes kommen die Lager rein. Da haben wir diesen Lagertyp. Das sind 15 x 28 x 7 Lager. Von den Enduro Bearings, die sind sehr gut gedichtet und sind halt entsprechend überdimensioniert, dass wir extrem lange Laufzeiten oder Lebensdauer erreichen können. Und ja, die presse ich jetzt ein. So, jetzt kommt das Gleiche unten nochmal. So, damit das hier nämlich sich gescheit zentriert, halte ich an der anderen Seite einfach das andere Kugellager gegen. Dann geht das nämlich richtig schön gerade rein. Und wir nutzen dafür einfach nur die Hinterbauachsen. Also eine Achse benutze ich dafür natürlich, damit die keine Schläge abkriegen. Die anderen neuen. Und dann habe ich diesen Ring dafür, dass die Druck auf den Außenring kommt. Und dazwischen kommt noch dieser kleine Spacer, damit die Achsen sich nicht verspannen. Und dann wird der jetzt einfach hier eingeschlagen. Warum schlagen wir die Achsen ein? Weil es einfach sau viel schneller geht als pressen und genauso akkurat ist, wenn man es richtig macht. Ein paar habe ich jetzt gerade wieder Fett draufgepackt. Jetzt kommt noch die Staubschutzkappe drauf. Und dann kommt der nächste Schritt. Kann ich eigentlich den Hinterbau schon vorbereiten? Das ist die Kettenstrebe. Hier haben wir im Vergleich zum ersten Prototypen auch noch ganz marginal was verändert. Und zwar ist dieser Verbindungssteg einfach ein bisschen formschöner und ein bisschen dicker geworden. Den montiere ich jetzt noch nicht, weil ich erstmal Lager einpressen muss und das muss ich auch an dem Umlenkhebel noch machen und dann kommt alles, wird alles verheiratet, dann wird Hochzeit gefeiert. Gut, jetzt pressen wir hier das nächste Lager rein. Eins habe ich gerade schon mal eben vorbereitet, während des Schnitts sozusagen. Und das nächste kommt jetzt hier rein. Genau deswegen habe ich es vorbereitet, weil das mit diesem Werkzeug noch ein bisschen lange dauert. Da ist er. Und so, und wieder was. Da müssen wir uns für die Serie auf jeden Fall noch ein bisschen was einfallen lassen, dass das schneller geht. Werden wir wahrscheinlich mit einer Knebelpresse machen hinterher. Dann geht das so. Zack, zack, fertig, weiter. Aber fürs Erste muss das jetzt so funktionieren. Jetzt kommen noch die Sicherungsringe. Wir haben hier eine relativ untypische Konstruktion gewählt. Das heißt, es ist nur ein großes Lager in der Mitte. Das muss natürlich irgendwie gegen Wandern gesichert werden. Und da kommen wieder diese kleinen Ringe zum Einsatz.
Die werden einfach von außen vorgesetzt. Zusammendrücken, reinhalten, einschnappen lassen und fertig. Andere Seite. Genau das gleiche. So, damit ist der Hinterbau eigentlich vorbereitet. Den können wir jetzt, wenn wir wollen, schon direkt an den Hauptrahmen schrauben. Ich mache auf die Achse Tropfen Loctite. Nicht so richtig viel, weil die eigentlich sich nicht lösen, aber es ist halt nur zur Sicherheit. Das wird jetzt ohne Fett montiert, das soll sich halt einfach nicht losrappeln. Ne? Schieben wir das jetzt hier schön drauf. Kurz gucken, dass ich schön mittig stehe. Kommt die Achse rein. Einmal durchschieben. Und jetzt wird einfach erstmal nur vormontiert. Das heißt, das mache ich jetzt noch nicht mit Drehmomentschlüssel. Drehmomente mache ich erst, wenn der Hinterbau komplett ist, weil sonst hat man hier die ganze Zeit irgendwie mit den Hebelarmen zu kämpfen. Erstmal handfest und später dann mit 24 Newtonmetern. So, ich presse jetzt noch eben hier die Kugellager ein für einen Umlenkhebel, weil das das nächste Teil ist, was an den Rahmen dran soll. Ein bisschen drehen, ne? Ja, ja, da knarzt es. Das heißt, die sind gleich komplett drin. Okay, gut. Wir haben das ja schon mal in den vorherigen Episoden erwähnt. Wir haben versucht, einen Lagertyp für den ganzen Rahmen zu benutzen. Haben wir auch soweit geschafft. Selbst für die Tunion-Dämpfer. Einzige Stelle, wo wir es nicht gemacht haben, ist bei dem Zahnrad hier, weil wir da einfach auf Nummer sicher gehen wollten und nochmal eine Spur mehr über einen Sicherheitsfaktor gehen wollten, weil das ja super nervig ist, wenn sowas ausleiert. Die vorderen Lager werden nicht gesichert, da ist es ja geometriemäßig, konstruktiv nicht notwendig. Hinten kommen wieder unsere Sicherungsringe rein, damit da nichts wandern kann während der Fahrt. Schnappen da so ganz leicht rein. So, und jetzt können wir den nehmen. Mal gucken, ob hier alles steht. Schieben den jetzt hier schön vor. Alles extrem von den Toleranzen. Aber dafür hat man hinterher auch kein Verspannen oder sonst irgendwie was. Hier kommt wieder ein Tröpfchen Loctite mit drauf. Nur zur Sicherheit, damit sich nichts losrappelt. Einmal durchschieben. Jetzt kommen noch so ein paar Käppchen. Hier haben wir diese ganzen Einzelteile in der Kiste. Da kommen jetzt diese Käppchen, die brauchen wir als nächstes. Zwei davon erstmal. Die sehen so aus und die werden in die Lager reingesteckt als Abstandshalter. Und damit man die auch wieder rauskriegt, haben wir hier so eine ganz feine Nut drin. Da kann man dann mit der Zange oder mit dem Fingernagel eben reingreifen, um die wieder rauszubekommen. Hier werden die einfach reingesteckt. Das ist einfach nur eine Passung und hinterher kommt eh so viel Vorspannung da drauf, dass da auch nichts knarzt oder sonst irgendwie was. So, der nächste Schritt ist Sitzstreben montieren. Da haben wir ja getrennte Sitzstreben, das ist ein bisschen unüblich, aber das 29 Zoll Laufrad, das braucht halt einfach Platz. Und deswegen haben wir, wie gesagt, schon in den Videos vorher erwähnt, extrem steifen Umlenkhebel gemacht und das Rad ist wirklich von der Steifigkeit absolut ausreichend. Das macht Spaß, das hat super viel Grip im Off-Camber, weil es eben nicht übertrieben steif ist. Findet das wunderbar seinen Weg und selbst schwere Fahrer sind da sehr zufrieden mit. Jetzt schraube ich die Dinger einfach da dran. Ist auch eigentlich super einfach. Einfach hier vorschieben. Hier auch vorschieben. Dann Achse nehmen. Tröpfchen Loctite drauf. Gut, das war's schon. Andere Seite genau dasselbe. Auch einmal dran drücken, das Ganze hält schon fast von alleine. Tröpfchen Loctite, wie gesagt, eigentlich würde es auch ohne gehen, aber sicher ist sicher. Man will ja nicht, dass sich doch irgendwas losrappelt. Und dann gibt es gleich mal einen Hinterbau zu sehen, der extrem spannungsfrei ist, der wirklich, wo man einfach schon direkt sehen kann, wie geil der hinterher arbeiten wird. Weil da mal gar nichts spannt. Also den kann ich wirklich so hoch machen und dann muss ich den richtig auffangen. Der fällt einfach komplett durch. Da gibt es keinerlei Widerstand. Das ist wirklich vom Feinsten. So, das ist jetzt unsere Dämpferaufnahme. Das ist ja die Hauptidee dahinter. Ist erstmal, dass es für uns konstruktiv wesentlich sinnvoller war, die Dämpferaufnahme zu entkoppeln. Und der andere Punkt ist, dass wir damit Mullet Bikes richtig gut umsetzen können. Und zwar kann man dann einfach eine 650B-Variante reinschrauben und dann kann man gleich ohne Geometrieveränderungen mit ganz leichten Kinematikveränderungen, die aber eigentlich fast sogar positiv sein sollten,
650B Hinterräder fahren. Das ist halt gerade für Leute, die sehr aktiv fahren wollen oder eher klein sind, ist das wirklich eine ganz tolle Sache. Und wir werden beides ausprobieren. Ich habe für das Rad kommt noch ein neuer Laufradsatz und der ist einmal zwei 29 Zoll Laufräder und dann noch ein 650B Hinterrad, damit wir wirklich auch mal Vergleichsfahrten machen können und so weiter. Das kommt auch hinterher gleich noch alles mit dem Drehmomentschlüssel abgeknackt und jetzt erstmal nur vormontiert. So, als nächstes kommt der Dämpfer rein. Gibt es einen schönen Fox DRX2 diesmal zum Ausprobieren. Bin ganz gespannt. Wir treffen uns auch nochmal mit Fox und machen richtig Tuning-Camp. Das wird natürlich auch nochmal aufregend, mit den Experten von Fox dann wirklich zu gucken, so was kann man im Detail verbessern. Und dann machen wir wirklich noch ein schönes Video drüber. Das wird auf jeden Fall auch nochmal eine geile Nummer. Damit der Dämpfer dann hier richtig gut reinpasst, kommen hier nochmal kleine Abstandshalter rein. Rechts und links. Damit reduzieren wir die 15 mm Lager erstmal auf 10er Achsen, was ja eben dem Trunnion-Standard entspricht. Dann kommt der Dämpfer jetzt hier rein. Beschraub ihn als erstes unten fest, dann ist es von der Montage ein bisschen einfacher. Und wenn der Dämpfer dann sitzt, dann kann man auch ohne Probleme mal die ganzen Drehmomente am Hinterbau durchgehen. Hier auf die Schrauben machen wir auch ein bisschen Loctite drauf. So, das steht da. So, die Schrauben reinmachen. So, jetzt steht der Rahmen schon hier in seiner ganzen Schönheit quasi. Und jetzt das Wichtigste, bevor man den Rahmen freigeben kann, Drehmomente komplett einmal durchgehen. Das machen wir mit dem Drehmomentschlüssel. Diese kleinen Dämpferaufnahmeschrauben bekommen 10 Newtonmeter. Zack, okay. So, die jetzt einmal anziehen, bis es Knack macht. Zack, zack. Die Hinterbauteile bekommen alle 24 Newtonmeter. Ja, da knarzt schon der ganze Montageständer bei so viel Drehmoment, ne? Aber dafür rappelt sich dann hinterher auf der Piste auch nichts mehr los. Zack, 24 Newtonmeter ist schon gewaltig, ja. Deswegen benutzen wir auch Titanachsen, weil Aluachsen, die wären dann schon wahrscheinlich ausgenudelt ohne Ende. Und das mit Titanachsen einfach schöner. Und die Trunnion-Schrauben, die machen wir mit 16 Newtonmetern fest. Das sind ja nur kleine M10-Gewinde, da darf man es auch nicht mit übertreiben. Genauso viel geben wir auch auf die untere Dämpferschraube drauf. Jetzt ist der Rahmen eigentlich komplett, aber das Herzstück fehlt noch, und zwar die Umlenkrolle. Dafür muss ich den Rahmen jetzt mal eben einmal umdrehen zu seiner eigentlichen Showseite. Das, was wir bis jetzt gesehen haben, ist nämlich eigentlich mehr oder minder nur die Montageseite, weil von da die meisten Schrauben reingehen. Jetzt kommt hier noch die Umlenkrolle drauf und dann sind wir eigentlich fertig mit der Montage. Auch nochmal Loctite. Hier kann man nochmal sehen, der Lageraufbau ist eigentlich ganz ähnlich gemacht. Lager eingepresst, mit dem Sicherungsring nochmal gesichert. Dann kommt eine Staubkappe, Schraube durch und dann geht es hier dran. Der bekommt auch 24. Zack. Jetzt noch ein letztes kleines Detail. Das ist die Kettenführung. Hier haben wir ein kleines Interface, wo man dann eben die Kettenführung montieren kann. Springt dann einfach hier rein. Da hat man es klacken gehört. Dann wird diese kleine Schraube hier angezogen. So, zu dem Fox DRX2 passt natürlich am besten schön die 36 mit 170 mm Federweg. Die stecken wir jetzt schon mal hier rein. So, Kugellager selbst nicht vergessen. Kommt das ganze Gedöns hier oben drauf. Zack, dann kriegt man jetzt schon mal ein ganz gutes Gefühl. Und da kommt natürlich dann noch unser Cockpit oben drauf. Die Lenker sind gerade zurzeit noch auf dem Weg zu uns. Die kommen erst Montag an, aber Vorbau können wir schon mal draufsetzen. Kommen wahrscheinlich noch ein paar mehr Spacer dabei. Aber dann weiß ich schon mal, wie weit ich das Steuerrohr ablenken muss. So, das wäre es für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat und dass euch das Bike gefällt. Sieht ja mittlerweile auch richtig nach was aus.
Was jetzt noch mit reinkommt, sind ja zum ersten. Ei, Krawalde. Nehme ich meine Rear-One-Laufräder, die sind aus dem alten Bike und die sind auch in so sehr gutem Zustand. Die kommen in dieses Bike auch als erstes erstmal rein. Und dann später kommt der Laufradsatz mit 650B hinten. Dann können wir das auch alles durchprobieren. Und ja, das werden so die Themen sein für die nächsten Videos. Dann machen wir noch das Fahrwerkscamp mit Fox. Und dann sind wir hoffentlich irgendwann soweit. Prüfstand noch. Dann steht hoffentlich dem Verkaufsstart nichts mehr im Wege. Viel Spaß und schönen Tag noch. Ciao.